Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich höre gar keinen Deutschrap. Von daher wird das heutige Video umso interessanter, denn wir reagieren heute auf deutsche Rapper ohne Autotune. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal. Das war mega krass. Ich dachte, das komplette Video startet jetzt direkt mit irgendjemandem, der so voll den Voice-Crack hat und im Stimmbruch ist und keine Ahnung was, aber Apache. Ja, das war heftig. Was war denn das? Was war denn das? Ich weiß nicht, ob Mero dieser Typ war, wo alle gesagt haben, dass er irgendwie sich Klicks gekauft hat und Likes und Streams und alles Mögliche. Da gab es ja irgendwie mal eine Doku, die in den Trends war. Also wirklich, ich bin überhaupt nicht drin in der Szene. Aber das klang gerade schon echt heftig. Also heftig im Sinne von heftig beschissen. Aber keine Liebe, wir hatten Ziele, unsere Kinder haben zusammen gespielt. Ich weiß, dass all das dich nicht interessiert. Ist auch gut. Hä? Real Talk? Ich dachte, das ganze Video, ich stehe hier lachen und denke so, Alter, das ist ja alles so noch künstlich. Man muss bei Capital Bra allerdings natürlich auch sagen, dass seine Musik jetzt nicht so, sondern er ist halt wirklich noch... Ja, Rapper, so wie man das halt nennen kann. Das andere, was halt gerade hochgeladen wird, das würde ich eher sogar in die Pop-Schiene packen. Reifenwagen heimgefahren werden, Mama sitzt zu Hause, weint und ist fix und fertig. Sorry, Mama, 13 Jahre Schule, trotzdem nichts gelernt, die beste Lösung für Probleme. Auch wieder gut. Also wir hatten ja Apache zu Beginn schon kurz, wo er wirklich dieses Kriminell oder was auch immer, der da irgendwie gesungen hat, was ja auch schon mega krass war. Aber das wirklich auch Rap-mäßig, also ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ich kann sagen, wenn sich was gut anhört und wenn nicht. Glückwunsch. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Wow. Ich kann es nur nochmal sagen, ich dachte, ich lache mich hier Schrott, aber das war ja unnormal krass. Das Auto und die Uhr, die Wohnung, wo wir wohnen. Alhamdulillah, uns geht es gut. Euer Sohn besorgt das Brot. Geht so, ne? Ich weiß nicht, wer das ist. Ob er irgendwie was nachgesungen hat oder ob es selbst von ihm ist, der Track, den er gerade gesungen hat. Also wie bereits gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus in der Deutschrap-Szene. Ich kenne so die großen Namen, aber sonst nichts. Also ich bin jetzt nicht so Insider-mäßig drin und ich möchte auch niemanden in seinem Musikgeschmack irgendwie angehen. Aber das war jetzt nicht so krass. Ich komme von ganz unten, doch mein Modus ist Million. Ja, mein Modus ist Million. Was man natürlich auch sagen muss, er sitzt da im Auto und steht vielleicht im Stau, hat Fenster und dann hat es keinen Bock, irgendwie laut zu singen, so wie Capital Bra oder wie Apache da in diesem Tunnel oder so. Aber es ja, geht auf jeden Fall emotionsgeladener und besser, würde ich sagen. Ich bin fleißig, aber reichlich, hab seilisch, jetzt reimisch und weiß ich, Girls heimlich schreien, sagen, wenn du mit meinem Freund auf meine Lieder, warum sie den Joint nicht... Finde ich, ging auch klar. Also natürlich, klar, alles hört sich irgendwie besser mit Autotune an, weil kein Musiker, außer vielleicht jetzt Adele und Ed Sheeran und Khalid oder keine Ahnung was, keiner trifft exakt die perfekte Tonhöhe, die perfekte Note etc. pp. Also mit Autotune hört sich selbstverständlich alles immer besser an. Und dann alle Leute erstmal, die Autotune nicht kennen, das ist ein Plugin für Musikproduktionssoftware wie Logic oder FL Studio oder keine Ahnung was. Und dann kannst du halt damit... Ja, Stimmen, Höhen, Angleichen etc. pp. Es ist quasi so eine Art Cheaten, was Singen angeht und was Rappen angeht und keine Ahnung was. Aber hier, jetzt in dem Video, ich glaube, das war auch Mero, fand ich es jetzt auch nicht so schlecht. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er einen Flow hat. Ja, man merkt, glaube ich, dass ich absolut keine Ahnung habe von Deutschrap. Was? War das bitte gerade? Die Strafanstalt, wir räumen Benz und das Koks in der Nase knallt. Kriminalgewalt, Klappmesser ist mein Ticket für eine S-Klasse. Ich bin immer noch der Junge. Fand ich gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zeige, dass ich Ahnung habe oder dass ich komplett reinscheiße, aber war das Samra? Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, ne? Fest an, ich muss rein, Handschelle sitzen. Ist gut. Also, man muss halt sagen, er ist auch mit viel mehr Emotionen drin, als der, wo ich vorhin den Namen nicht wusste. Also, das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Ich bin eine Kachi wie Anne Chiré, mein eigener Movie, ich bin die DG. Seele kaputt durch die weiße Chemie, Kofferraum voll über Autobahn fliehen. Hier muss man natürlich sagen, das ist auch in einem Studio, ne? Also du hast gute Akustik, da ist keine Leute drumrum, wo er sich vielleicht denkt so,
Das sind Passanten, jetzt schreie ich hier nicht so laut rum. Allerdings muss man bei ihm natürlich auch sagen, ich glaube, das ist dieser Luciano Loco, dass in seinen Liedern, zumindest die ich mir jetzt gerade mal angehört habe bei Spotify, dass da überhaupt nichts, oder vielleicht höre ich es nicht, oder die haben es gut gemacht, mit Autotune bearbeitet wurde. So, er rappt halt richtig und jetzt nicht so Mero-mäßig. Genau. Ist er Apache? Ja, ne? Was man halt sagen muss, es klingt natürlich gut, aber er hat natürlich auch eine Box mit dabei. Und bei seinem ersten, was wir in den Tunnel hatten, hat er natürlich auch eine fette Box oder das über irgendwie die Lautsprecher von seinem Auto oder so angemacht. Dann ist man natürlich auch nochmal ein bisschen mehr drin. Zum Beispiel irgendwie dieser andere da, wo er im Auto saß, da weiß ich nur, das war echt komplett beschiss, aber der hatte natürlich auch keinen Beat drunter. Aber trotzdem überzeugt mich Apache bisher voll und ganz. International steigt der Kokainerkurs. Ich hatte die Wahl zwischen Straße und AIDA-Tour. Jeden Tag durchs Fegefeuer schafft es mit Willenskraft. 44 Freestyle nachts in der Innenstadt. Schlecht. Also ich meine, ich selbst könnte es auch nicht besser, aber das sind halt Leute, die es hauptberuflich machen und da finde ich es halt jetzt nicht so krass, muss ich zugeben. Er ist halt nicht mal auf dem Beat, oder? Also ich habe halt schon voll Schiss, dass hier jetzt so Deutschrap-Liebhaber drunter schreiben. Oh, du Sohn, du und das sind alles meine Vorbilder. Ja, wie bereits gesagt, also ich habe überhaupt keine Ahnung und dachte mir einfach nur, hey, vielleicht ist es witzig, wenn ich hier drauf... Ich rechtfertige mich die ganze Zeit für irgendwas, wo ich mich noch gar nicht für rechtfertigen muss. Also gut, wir schauen weiter. Wir beide kommen, um euch alle zu rasieren. Wollt ihr Beef, ihr könnt probieren. Mein Bruder Samra wartet drauf. Das heißt ein falscher Blick und es artet aus. Jetzt lassen alle auf. Das ist krass. Also ich bin eigentlich echt kein Fan von Capital Bras Musik, aber hier muss man wirklich sagen, also ohne Autotune klingt es wirklich krass. Also ich finde es wirklich cool, es hört sich fast genauso an wie in seinen Liedern. Also sehr, also klar, als menschlich kenne ich ihn jetzt nicht. Ich habe das nur gesehen, wo der, glaube ich, bei Klaas in dieser Show war, bei Late Night Berlin. Da kam er auch sehr sympathisch rüber, aber mit der Musik kann ich halt nichts anfangen. Ich bin allgemein kein Deutschrap-Hörer, weil ich finde, das hat sich irgendwie nur verschlechtert über die letzten Jahre. Aber das ohne Autotune, da bin ich bisher echt begeistert von. Vielleicht würde ich einen anderen Karriereweg einschlagen. Beende deine ganze Karriere mit diesen Flows, stell dir die Show. Okay. Und du weißt dann Bescheid, kein Text und deine Mutter umgesprochen, der Black mit der Was man sagen muss? Der Beat hört sich mega krass an, also wo der dann irgendwie so umschwingt zu diesem Düt-Düt-Düt-Düt-Düt, so das war echt krass, aber wie er rappt, finde ich nicht so gut. Ich weiß nicht, ob er bekannt ist oder ob das so ein Instagram-Rapper ist oder so, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, aber wir machen weiter mit dem nächsten. Ganz kurze Frage. Warum stehen so viele Rapper mit ihren ganzen Freunden dann da im Hintergrund? Ich meine, Real Talk so, du kannst doch auch einfach allein vor der Kamera stehen und rappen. Da müssen da jetzt nicht so diese ganzen Leute so dahinter stehen. Ist das so? Hey, guck mal, ich hab Rücken, Alter. Wenn du f***, dann kommen die anderen, die hinter mir stehen oder was? Also ich verstehe den Sinn einfach nicht so richtig. Yo, ich drück ab, nachts hat Dach, treffen im Park, stimmen den Markt, kicken den Start. Du weißt, wovon ich rede, S-E-R-O-E-L, Mero. Mein Flow kann well low, es brennt wie Inferno. Ich muss sagen, es geht klar. Dafür, dass es ein Freestyle ist, hört sich mehr an, als ob er sich davor ein bisschen was vorbereitet hat. Allerdings wäre es natürlich auch mit Autotune schöner, aber ich muss allgemein sagen, dass ich sowas nicht höre. Und ja, aber für die Situation war es eigentlich ganz nice. Ja, die letzte Zeit war turbulent, auf Fett, trink, machbar, gepackt, nur beste Poly-Infection, tastbar, Face, mein Kopfplatz, Digga, gib mir links. Flow ist gut. Ich fühle mich so. Kennt ihr noch Julians Blog? Macht er eigentlich noch Videos? Ich weiß nicht, aber der hat früher immer so Rap bewertet von dann so damals irgendwie Kollega oder irgendwie so und so fühle ich mich gerade so ein bisschen. Ich fühle mich so wie Julians Block ohne jegliche Ahnung von der Szene und von der Technik dahinter. Das waren die deutschen Rapper ohne Autotune. Schreibt mal in die Kommentare, wer dieses Video bis hierhin angeschaut hat. Würde mich mal interessieren. Ja. Auf jeden Fall, Leute. Jetzt wird es wichtig, gut zuhören. Und zwar, wer war eigentlich der beste Rapper ohne Autotune in diesem Video? Capital Bra, würde ich sagen. Und Apache war der beste Sänger. Oder, ja, die beiden, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Hört ihr überhaupt sehr viel Deutschrap? Also bei mir ist es so, ich höre gar kein Deutschrap.
Klar, zwangsläufig, wenn es irgendwie im Club läuft, dann hört man es halt mit. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass ich sage, boah, geil, ich gehe jetzt duschen, dann mache ich erstmal ein neues Album von dem neuen Rapper an. Wenn euch meine Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr doll über einen Daumen hoch von euch unter dem Video hier freuen. Wie bereits zu Beginn und auch in dem Video 10.000 Mal gesagt, ich möchte keine Person, die irgendwie hier gerappt hat, persönlich angehen oder beleidigen. Und ich möchte niemanden von euch, wenn ihr Fan seid von einer Person, wo ich gesagt habe, finde ich nicht so gut, auch irgendwie angehen oder verärgern oder so. Das ist einfach nur meine Meinung. Kann ja sein, dass ihr eine andere Meinung habt. Ich kann allerdings sagen, wenn mir etwas gut gefällt, wenn ich etwas gerne höre oder wenn ich etwas ungern höre. Und das habe ich halt heute getan. Ich habe dieses Video halt seit Wochen vorgeschlagen bekommen. So klingen deutsche Rapper und Autotune. Das hat jetzt fast 1 Million Aufrufe. Von daher dachte ich, vielleicht wird es ein cooles Video. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so positiv überrascht sein werde, muss ich allerdings auch zugeben. Summa summarum juckt aber im Endeffekt niemanden.